Hallo, meine Freunde! Hosenstall ist offen. Stimmt gar nicht. Wollt ihr diese Woche? Das fängt schon mal blenden an. Wollt ihr diese Woche mal wieder wild? Abgesehen davon, dass mein Hosenstall auf ist, geht's mir wirklich gut. Ich habe eine der schlimmsten Substanzen der Welt bestellt. Ihr werdet nachher sehen, es ist wirklich sehr, sehr schrecklich. Die Leute sind darauf nicht klargekommen. Also, ihr werdet gleich sehen, was es ist. Es ist wirklich. Es war wirklich nicht. Warum suchst du auf meinen Hosenstall? Es war wirklich nicht mehr gut. Aber davor, meine Freunde, es war wirklich eine geile Woche. Ich war mit Lea das erste Mal im Stadion. Und zwar für ein Basketballspiel. Let's go! Lea hat zwar die ganze Zeit nur auf die Chilenerin geguckt und hat sich die ganze Zeit da so mitgetanzt, ihre TikTok-Tänze gemacht. Die hat das ganze Spiel nicht mal verstanden. Aber ja, es war trotzdem relativ cool. So, ich war leider nicht dabei, aber ich hab etwas über sie herausgefunden, meine Freunde. Weil ich habe das Gefühl, ich kenne Zoe noch nicht gut genug irgendwie. Und deswegen habe ich mal so ein bisschen geforscht. Ich habe da wirklich einen uralten Account gefunden. Das war von AskFM. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese Plattform. Und das war wirklich, was ich da für Fragen und Antworten gefunden habe. Ich habe einfach erstmal herausgefunden, was für ein Assi-Kind du warst. Oha! Ich hab sie damit konfrontiert. Na, was machst du gerade? Schneide. Was schneidest du denn? Meine Videos. So schneide ich außerdem gerade an ihrer Tastatur für ihr erstes YouTube-Video, aber ich muss dir leider was sagen, ich habe was gefunden. Als ich deinen Namen gegoogelt habe, habe ich einen alten Account von dir gefunden. Was für ein Account? Instagram-Account? Ein AskFM-Account! Und er weiß alles über dich jetzt. Nein. Kannst du mir das lesen? Ich könnte alles lesen. Ich würde sagen, ich lese dir mal ein paar Sachen vor, wie du Nein, Meinung zu Sven. Kennst du Sven noch? Damals fandest du ihn scheinbar nett, aha. Wer ist dieser Sven? Okay, du musst jetzt erraten, was du damals geantwortet hast, okay? Verliebt? Fragezeichen. Nee, niemals. Du hast gesagt nein! Aber ich war nie verliebt. Bild von deinen Lieblingsschuhen. Was denkst du, was waren damals deine Lieblingsschuhe? Superstars. Nope, diese Schuhe. Mom, wie ugly. Jetzt geht's richtig geil, Digga. Du hast tolle Haare, wie pflegst du die? Was hast du da geantwortet? Danke, einfach waschen. Was ein Tipp. Wasch doch einfach deine Haare. Danke auch immer für den Tipp. Das ist so asozial. Hä, wo hast du das? Ich habe außerdem noch ein schönes Bild von dir gefunden. Passt auf, dass ihr im Internet postet, ne? Weil sonst. Maki! Fünf hübsche Jungen! Gerade was du da geantwortet hast. Es gibt nur eine. Wer war dieser eine Junge da? War Sven? Nein, jetzt hör mal auf mit diesem Sven. Kann man dich kennenlernen? Was hast du da wohl damals geantwortet? Never. Vielleicht. Was? Ja, das ist nicht vielleicht. Was hast du da wohl geantwortet? Plan für heute. Boah, das will ich nicht wissen. Feiern. Geht dich nichts an. Wie assi, Digga. Warum so assi? I don't know, eigentlich voll die normale Frage. Ja. Was hast du alles so am Wochenende vor? Was hast du da wohl geantwortet? Feiern. Nicht bei dir sein. 20, nein. Was war assi damals? What the fuck? Wir fragen bei Arsch. Es wird immer rowdy-mäßiger. Wann gehst du mal zum Unterricht? Was hast du da geantwortet? Ich war immer im Unterricht. Gar nicht! Hast du geschrieben? Wann gehst du mal zum Unterricht? Gar nicht! Du warst ein richtiger Rowdy. Oh mein Gott, bist du mit Max zusammen? Was hast du da geantwortet? Geht dich nichts an wahrscheinlich wieder. Nein, du hast geschrieben, ja. Max was? Und Moritz! Jetzt kommt wirklich das Cringigste von allen, muss ich leider sagen. Finanziert dein neuer, reicher Freund deine Klamotten? Was hast du da geantwortet? Weiß ich nicht, wahrscheinlich nein. Nur noch Gucci. Bratan, ich trag nur noch Gucci. Damit bin ich raus! Das ist wirklich das Cringigste, was man wirklich antworten kann. Warum aber? Ist das nicht ein Lied gewesen? Bratan, ich trag nur noch Gucci. Das war cool damals. Mega cool. Ja, apropos Assi-Kinder. Wir waren auch richtige Assi-Kinder, denn wir waren nämlich letztens einkaufen. Und das war so eine Selbstbedienungskasse. Also ungefähr so, mal kurz so eintippen, weitermachen und dann kaufen. Au. Oh, so aus Versehen, so aus Versehen. Aus Versehen. Aus Versehen, da war einfach mal komplett auf einen drauf. Aus Versehen! Auf jeden Fall waren wir mit dieser Selbstbedienungskasse, haben die ganze diese Sachen da so abgescannt. Und dann sind wir ins Auto gegangen und haben gesehen, scheiße, da sind noch so Sicherungen dran. Und die Sicherungen, die piepen halt eigentlich immer, wenn das rausgeht, ne? Wir haben das einfach nicht mitbekommen. Ich schwör's dir, wir haben es nicht mitbekommen. Wir haben es nicht geklaut, okay? YouTube Money ist da, ich könnte es auch zahlen. Ich habe es nicht geklaut. Naja, dann saßen wir immer zu Hause mit den Sachen und dachten so, das ist viel zu unangenehm, was wieder zurückzubringen. Wir machen das jetzt hier auf. Freunde, Lachkick, wir haben einfach vergessen, die Sicherung abzumachen. Ich schwöre es euch, wir haben sie nicht geklaut. Wir haben in der Selbstbedienungskasse einfach vergessen, das abzumachen. Wieso gehst du so weit weg? Warum ist das so ein Draht? Ja. Auf einmal fängt das an zu piepen in einem Laut, in einer Lautstärke. Und wir wussten nicht, was wir machen sollen. Dann gehen wir jetzt raus. Gib mal. Boah.
Jetzt wird es so illegal. Was ist besser als ein Piepding? Zwei! Ja, das ist okay. Das ist ein kleines Mäuschen. Ich hab's unter Wasserhahn gehalten. Guck, ob sie wasserdicht sind. Scheinbar sind sie wasserdicht. Am Ende hatten wir jetzt aber eine Lösung gefunden. Es liegt nämlich jetzt draußen auf der Terrasse in einem Wabbelball Es sieht aus wie eine Bombe. Und warte, wenn man genau hinhört, es piept einfach immer noch. Ja, es liegt jetzt hier so lange, bis es... Es ist eine Bombe. Falls ihr das sehen solltet von dem Laden, ich schwör's dir, wir haben es nicht geklaut, ich habe auch die Rechnung. Ja. So, kommen wir jetzt aber zum wahren Teil des Videos. Ich habe die stärkste Substanz der Welt bestellt. Und zwar ist das hier in dieser schwarzen Box das stärkste, was man sich kaufen kann. Das stärkste Salz der Welt. Und man denkt so, hey, das stärkste Salz der Welt ist das jetzt irgendwie so, keine Ahnung, für Essen oder so. Nein. Man denkt wirklich, dass es nichts Schlimmes ist, ne? Ja, man denkt es wirklich nicht. Aber ich habe das in YouTube-Videos gesehen und die Leute sind ausgerastet. Ich kann das nochmal machen. Nein. Ich hab nicht mal doll gerochen, ne? Ich hab's nicht mal doll gemacht. Ja, du schätzt es komplett. Nur um das vorher mal aufzuklären, das ist nicht illegal oder so. Das Zeug ist für Extremsportler, damit die nicht ohnmächtig werden. Weil es irgendwie so deine inneren Sinne irgendwie weckt. Keine Ahnung. Es ist einfach unfassbar bestialisches Zeug. Oh, man denkt halt, das ist nicht schlimm, aber es ist wirklich komplett schlimm. Es ist wirklich komplett schlimm. Ich habe meine Freunde herausgefordert für 1000, ich war mir so sicher, 1000 Euro kriegen die von mir geschenkt, wenn die das schaffen, daran zu riechen und nicht die Mine zu verziehen. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Okay, Freunde, ich habe eine Challenge für euch. Challenge. Eine Challenge des Jahres. Ich werde euch 1000 Euro geben. Wenn ihr es schafft, wirklich 1000 Euro. Wirklich 1000 Euro, ich schwör's dir auf alles. Nein, wirklich, ich gebe euch 1000 Euro. Kein Spaß. Wenn ihr es schafft, an dieser Dose hier zu riechen und keine Mine zu verziehen, okay? Ja, okay. Nein, ich würde es. Also, ich will so ein bisschen Geld durch rumwerfen, sagen, ja, hier 1000 Euro, wenn es einfach ist. Ich schwör's dir, ich gebe dir 1000 Euro. Ja, du musst einmal dran riechen. Sag, Chen. Einmal dran riechen, Bruder, so, einmal zack. Und wenn du keine Mine verziehst, ja, 1000 Euro auf dein Konto überwiesen, Digga. Ja, niemals. 1000 Digga. Euro auf dein Konto, will ich sehen, Digga. Okay, 1000 Euro. Einatmen, sonst hast du verloren, Digga. Okay. Du musst einmal einatmen. Ich würde mal sagen, die Mine wurde verzogen, Bruder. Die wurde verzogen. Der Tränen direkt. Oh, zeig mal deine Augen. Zeig ja, okay. 1000 Euro. Hey, Bruder, du hast die Mine so verzogen. Nein, überhaupt nicht verzogen. Ich hab überhaupt nicht verzogen, Digga. Okay, bist du bereit? Ich bin aufgeregt irgendwie. 3, 2, 1, go. Zieh fein, du hast es. Nein, du hast deine Mine überhaupt nicht verzogen. Ich hab sowas schon geschafft. Ich heule sogar. Ja. Du hast auch die Möglichkeit, heute 1000 Euro zu verdienen. Aber jetzt mal ganz kurz. Ich hätte sie auch schon. Nein, kriegst du auf jeden Fall 1000 Euro. 1000 Euro, wenn du schaffst, deine Mine nicht zu verziehen. Du musst einmal so machen. Man muss es hören. Nicht die Mine verziehen. Warum lacht ihr so? Okay, jetzt keine Mine mehr. Ja. Keine Mine mehr. Also lachen wir. War fast gar nicht überzogen, Bro. Ich hätte gerne ein Replay, ganz kurz. Was ist das, Digga? Und ich hab mal wirklich so richtig einen kompletten Einzug genommen. Wirklich. So hat sogar noch ihre Freundin, als sie hier so ein Sleepover gemacht haben, dass du gezeigt hast. So, Moritz, liebe den Mädels, deine Wohnung wird auseinandergenommen. Moritz, weil du das ja zu Hause vergessen hast, mach ich jetzt mit den Mädels den Test. Und zwar ist das dieses Zeug. Was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Du hast es. Joel dachte richtig gerade so, oh, 1000 Euro easy. Das war ja so schlecht! Das war ja so schlecht! Ah, bist du verrückt? Warum machst du ja nicht Sleepovers, wenn ich nicht zu Hause bin? Warum lässt du mit deine Freunde ein, wenn ich nicht zu Hause bin? Also wirklich super. Ich komme nach Hause, es ist hier so eine Hausparty gewesen. Mach das wirklich nicht nach, meine Freunde, das ist wirklich hart. Es ist nicht giftig. Mach dir am besten auf dem Kanal gar nichts nach. Es ist nicht giftig oder so, aber ja, lass es lieber. Lass lieber die Finger davon. Vielleicht willst du mal riechen. Vielleicht der Blitz viel größer als gedacht. Denn mit 130 Klicks dachte niemand, dass ich schaffe. Das ganze Team ist am Start. Das ist das Hate-Team, ja. 130 Klicks dachte niemand, dass ich schaffe. Das ist das Hate-Team, ja. Da war ich, warte, wie alt war ich da überhaupt? Rechnen Profi, Digga. 16,